Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen bei der Let's Play von OMSI 2. Und zwar fahren wir heute den M1 Line City A2110G von Sobol, die V3 Version. Das Ganze ist noch in der Beta. Wir fahren dazu auch in Rheinhausen die Linie 80, die es in der Webdisk gibt als Mod. Die gibt es ja so nicht, die Linie. Die geht halt, wer die Ankündigung gestern gesehen hat, die Linie geht von Gellenberg nach Neuendorf. Das Ganze geht um die 10 Minuten, 12 Minuten. Das ist eine Überlandlinie. Genau, würde ich sagen, stellen wir alles soweit schnell ein hier. Fahren von Gellenberg. Ich habe auch in meinem Video reingeschrieben, dass es jetzt dann eine Sommerpause gibt. Bis September. Es wird erst ab 1. September wahrscheinlich wieder ein Video geben. Kann man sagen, dass vielleicht zwischendurch nochmal ein Video kommt. Eins. Ja, ich denke mal eins auf jeden Fall. Und ja, genau. Schauen wir mal schnell, wann wir die Abfahrt haben. Und das ist um 11.09 Uhr. Genau, machen wir so. Und ja, stehen schon die ersten Leute. Und da fahren wir mal vor. Müssen wir uns richtig schildern hier. Da wollen die auch mit. Das ist unser Fahrzeug. Ja. Ich sag mal hier, die Mütze, die auf dem Dach ist, da ist sind Gasflaschen drunter. Also der Tank, deswegen ist ein Erdgasfahrzeug. Joa. Genau. Und auch schon direkt Abfahrt. Ja, da haben wir keine Kasse hier drin. Ja, vielleicht kommt das in der finalen Version. Ja, genau. Ich werde diesen Bus nicht verlinken, da er, wie gesagt, private, also im Endeffekt privat ist. Genau. Mit dir wollen die. Oh, schönes Fantner hier, würde ich sagen. Ja, das ist ein geiles Fahrzeug, lässt sich auf jeden Fall auch schön fahren. Wie wir sehen, das ganze Dashboard wurde überarbeitet. Texturierung her. Das Lenkrad kennen wir ja schon aus dem LPG, Wiener Linienbus. Den Gelenkbus. Ja. Genau. Wir sagen feuerfrei.
So, hier ist der Ort Seeburg. Ja, ist ein schöner Überlandabschnitt eigentlich, muss man sagen. Ich meine, die Map, die gibt es ja schon seit OMSI 1. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Teilstück schon damals gab. Aber trotzdem muss man sagen, also dafür, dass die Map jetzt schon so alt ist, ist es doch eigentlich doch relativ schick gemacht. Muss man sagen. Ah, die war hinten einsteigen. Die waren gar nicht mit. Mit? Nö. Ja, das sieht halt auch daran, weil trotzdem die 31 dann auch noch fährt. Die halt dann halt damit fahren, ne? Also. Oh. Ja, so läuft er gerade an. Dass die dann halt damit fahren, nicht bei mir. Bei der Linie 80 dann halt. Ja. Oh, das ist auch ganz cool. So riesig überall halt. Schön zwei Kameras, die funktionieren auch tatsächlich. Ist schon echt cool. Wir haben schon Hitradio am Laufen, herrlich. Natürlich auch gleich nochmal eine schöne Soundprobe von hinten. Ah. Da ist er natürlich.
hier sind wir auch schon in Neuendorf. Auch sehr cool gemacht. Ja, wir halten da drüben. Normalerweise würden wir hier vorne halten, wo wir gerade eben durchgefahren sind. Aber wir fahren darüber. Weil man ja im Prinzip wieder, also weil man wieder in die Gegenrichtung halt fährt und also zurück. Das ist die eine Linie. Ja, würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wie gesagt, ich gehe jetzt in die Sommerpause. Wir hören uns wieder im September. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.